Na denn, natürlich ist Falk weg, das ist doof, aber nun gut. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Jetzt kommt die Strafe. Oh. Ach nun komm, weißt du, das sind Bösewichter. Ich greife die an und krieg dann... Ah ja. Wie du willst, das überlasse ich dir. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge. Spar dir das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Oh. Ach, die greifen mich gar nicht an. Ein guter, geschulter strategischer Analytiker wird sie auswerten können. So. Jetzt nichts wie weg, bevor sie mich erwischen. Das hat gleich ein Ende. Huch! Ich hab doch gar nicht angegriffen. Wo ist der andere hin? Na. Oh. Ey, ich sagte oh. Oh. Ich dachte, der ist, Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. So. Jetzt nichts wie weg, bevor sie mich erwischen. Komm her, du! Bin weg! Wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Muss ich? Ich muss. Du könntest auch einfach hier stehen bleiben. Ich erledige das schon. Dann gib mir den Befehl dazu. Hauptsache, das Ergebnis am Ende stimmt. Wo kommst du denn her? Oh, wo kommst du denn hier? Ey, mit der Schrotflinte. So laut. Noch haben wir nicht, was wir wollen. Wo ist die Bombe hingefallen? Oh.
Genau, schieß auf sie. Huch. Ach, verdammt. Mann. Mistvieh. Dafür bekommst du was aufs Maul. Ey, der dreht sich um. Sagtest du nicht, es ginge auch ohne offene Auseinandersetzung? Unwichtig. Ich konnte die Pläne der Outlaws erbeuten. Sehr gut, gib sie mir. Ich danke dir. Ich werde sie später auswerten. Damit haben wir vermutlich einen bevorstehenden Angriff auf unser Depot vereitelt. Wie ich sehe, stimmt dich das zufrieden. Ist das so? Nun, das können wir auch sein. Denn selbst die kleinsten Schlachten haben manchmal verheerende Wirkung auf das große Ganze. Okay. Und was nun? Ich muss erst noch darüber nachdenken. Solange bleibe ich an deiner Seite. Und vielen Dank. Keine Ursache. Alles okay soweit? Statusbericht. Nichts Nennenswertes zu berichten. Nur weil die Fremden bisher nur sporadisch auftauchen, heißt es nicht, dass es auch so bleibt. Ach, der arme Falk. So, wo ist denn Mr. Loot? Ja, sowas von. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ach, wir sind ja direkt hier davor. So, ich suche immer noch einen Händler, ne? Huch, wo bin ich hier? Du solltest zurückkehren. Ich meine, in unsere Gemeinschaft. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Was ich davon halte, ist irrelevant. Aber du wirst nicht bestreiten können, dass wir mit dir schneller unsere Ziele erreichen als ohne dich. Ach, er hier. Wir brauchen noch einen Händler. Wo waren die Händler denn? Hier hinten. Wir haben hier nur einen Ersatzteilhändler und einen Versorger. Wahrscheinlich ist in den Gebäuden hier vorne noch irgendwas drin. Und beginnen. Garak. Genau. Was gibt es? Ich sehe mich nur um. Du bist keiner von uns. Mhm. Sei vorsichtig, wo du hier hingehst. Ja. Nicht jeder Bereich ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir haben hier alles im Blick. Du gehörst zu den Wachen? So ist es. Und wer bist du? Ich heiße Jax. Warte, bist du etwa der Jax, na klar, der bis zum Hybriden vordringen konnte? Sieht so aus. Ich? Interessant.
Ich wusste nicht, dass du wieder zurück bist. Hätte nicht gedacht, dass ich dich mal persönlich kennenlerne. Tja. Ich habe leider keine Zeit, mich weiter mit dir zu unterhalten. Oh. Vielleicht, wenn meine Schicht rum ist. Ach so. Der führt doch bestimmt irgendwas im Schilde. Ich hab was gesehen. Da ich wusste. Da ist doch jemand. Nein! Wo? Oh, Entschuldigung. Sofort raus hier! Ja! Kluge Entscheidung. Warum schleichst du hier herum? Och, die können schon wieder gucken hier. Lass dir das kluge Entscheidung hier zu sein. Ich will genau den. Oh. Ich bin nicht gut genug. Mist, wir sind nicht gut genug. So. Wir brauchen... Oh, ist da wer? Nee, ist keiner hier. Ist keiner hier. Was ist das da? Ich warte ja immer noch auf die Leute, die uns ausrauben. Hallo? Oh, warte mal. Kollektor, Alp, Trooper. Ich möchte meine Ration Elex abholen. Ah, Knox. Rang. Commander. Ich war früher einmal ein Commander. Was du früher einmal warst, spielt keine Rolle. Was ist dein Rang heute? Ich bin kein Alp. Du scheinst allerdings eine Genehmigung zu besitzen, dich im Depot aufzuhalten. Ja. Yep. Das bedeutet, dir steht zumindest eine einmalige Ration zu. Ah, oh, danke. Das stuft dich dann bei E8 ein. Mm. Jeder bekommt zumindest etwas Elex, damit hier keine Anarchie ausbricht. Gut. Sondergenehmigung? Nein, habe ich nicht. Aktuelle Effektivität? Eine glatte 10. Ich bin die Effektivität in Person. Ist notiert. Das stuft dich wieder ein wenig herab. Mist. Die neue Direktive sieht keine absolute Effektivität mehr vor. Gut, das wären dann alle Fragen. Wollen wir mal sehen. Du bist eingestuft auf E10 mit Abzug. Da bin sogar ich überrascht. Und ich bin auf E2. Was bedeutet das? Dass dir überhaupt keine Ration zusteht. Ach, schade. Abgesehen von Experimentalfällen habe ich das noch nie gesehen. Ich werde dich nach eigenem Ermessen nicht so leben lassen und dich auf E9 hochstufen. Hier, eine E10 Standardration mit Bonus. Das wäre dann alles. Du kannst gehen. Rang. Okay. Soldatstufe E6. Sondergenehmigung? Nein. Aktuelle Effektivität? 8. Im Toleranzbereich. Du kannst dir deine Standard E6 Ration bei den Silos holen. Nächster. Rang. Ja, vielleicht. Technikerin. Stufe. Ich bin kürzlich aufgestiegen. Von E4 auf E3. E3 also. Alles klar. Hast du eine Sondergenehmigung? Ja. Ich habe ein Kind auf Stufe E10. Im Emotionsexperiment also? Genau. Dass dich das wieder herabstuft, ist dir bewusst? Ja. Gut, dann brauche ich dich nach deiner Effektivität ja nicht zu fragen. Deine Stufe liegt damit bei E8. Hier bitte, deine Ration. Danke. Nächster. Ich... Hi. Also... Rang? Ich... Also, ich bin Kollektor. Sondergenehmigung? Also... Nein, deswegen... Aktuelle Effektivität?
Null! Verdammt nochmal! Null! Also, was ich sagen wollte, war null. Meine Effektivität ist nahe null. Emotionsausbruch der Stufe 6. Notiert. Bitte. Ich brauche eine Sondergenehmigung. Ich kann auf dieser Stufe nicht weitermachen. Es ist zu viel für mich. All diese Eindrücke und... Antrag auf Sondergenehmigung. Ist notiert. Du kannst mit einem Ergebnis in 2 bis 4 Wochen rechnen. So lange kannst du dir deine Standard-E9-Ration abholen. Nächster. Bitte. Ich... Gehen Sie, es warten noch andere. Nächster. Ist kein Esther. Kann ich mich wieder hier... hier, ich bin neuer. Du hast deine Einstufung gehabt und deine Elex-Ration bekommen. Verhandeln, feilschen, neu berechnen oder Nachschläge gibt es nicht. Oder willst du etwas anderes? Wie sieht es aus mit Verkaufen? Verkaufst du Elex? Ja. Allerdings nicht ohne Sondergenehmigungsrecht. Alles braucht seine Ordnung. Woher bekomme ich ein Sondergenehmigungsrecht, um bei dir Elex kaufen zu dürfen? Erst Lokev und jetzt du. Ich sage dir das Gleiche, was ich ihm gesagt habe. Solange du nicht zu unseren Wissenschaftlern gehörst, bekommst du keine Sondergenehmigung. Sie sind die einzigen, die über ihre Rationen hinaus Elex besitzen und kaufen dürfen. Damit sie immer genug für ihre Experimente haben. Wieso seid ihr so streng, was die Elex-Rationen angeht? Viele der Konverter wurden zerstört. Es wird weniger Elex gefördert, als gebraucht wird. Das bedeutet, dass das Elex knapp wird. Aber so schlimm ist das nicht. Wieso denkst du das? Die neue Direktive besagt ohnehin, dass Emotionen gefördert und erforscht werden sollen. Durch die Elex-Knappheit gibt es einige unter uns, die den Umgang mit ihren Emotionen schneller lernen müssen als andere. Sie werden lernen, damit umzugehen, mit der Zeit. So, es hilft mir aber nichts, weil ich suche einen Händler. Ach, jetzt bin ich ja wieder bei dem hier. Ey, dem, ich musste doch Munition geben. Vielleicht da drüben drin, hier? Tisch, was kann man da machen? Ah, okay, das. Können wir nicht, weil uns fehlt Chemie hier. Tag 8. Elex-Zufuhr wurde eingestellt. Subjekt 32 weist einen dauerhaften nervösen Zustand auf und beginnt damit, sich selbst zu verletzen. Tag 9. Alle 10 Stunden werden wieder geringe Mengen dunkles Elex injiziert, um es ruhig zu halten. Keine oder eine zu hohe Dosierung könnte zu unkontrollierbaren Angriff und Selbstzerstörung führen. Tag 11. Durch die Verabreichung einer zu hohen Dosis geriet das Subjekt außer Kontrolle. Es griff eine unserer Assistenten an, Fixierung unmöglich. Subjekt musste liquidiert werden. Hat keiner was bemerkt. Askel! Was möchtest du von mir, Mensch? Das wäre eine Möglichkeit, ja. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht, aber bitte. Ich heiße Askel. Ich bin Wissenschaftler und habe unsere Lagerbestände im Auge. Wissenschaftler und Lagermeister. Klingt nach einer komischen Kombination. Was weißt du schon, Mensch? Die Lageraufsicht ist eine äußerst diffizile Angelegenheit. Es gibt sehr viel zu beachten dabei. Wie viel Ware geht rein? Wie viel geht raus? Wem steht was zu? Wer bekommt welche Rüstung oder Waffe? All das muss genauestens festgehalten, dokumentiert und protokolliert werden. Nur so kann optimale Effizienz gewahrt bleiben. Du hast Waffen und Rüstungen erwähnt. Kann ich dir welche abkaufen? Nein, natürlich nicht.
Unsere Ausrüstung ist äußerst strikt durchgeplant. Ausschließlich Alps haben Zugriff auf unser Lager. Und selbst da gibt es noch Unterschiede, je nachdem, welchen Rang sie bekleiden. Und jetzt lass mich in Ruhe damit. Ich habe noch eine Effizienzprognose zu berechnen. Okay. Wir wollen ja der Prognose nicht im Weg stehen, ne? Ich glaube, wenn wir hier runterfallen, ist wieder vorbei, ne? Was ist hier oben? Einfach nur ungenutzter Raum. Wenn du dich unbeobachtet glaubst, irrst du. Hä? Huch. Hey, was machst du hier? Ich sehe mich nur mal um. Das kann ich dir wohl nicht verbieten. Aber fass hier nichts an. Nein, ich fass nichts an. Wer bist du? Was willst du noch? Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Und du bist? Schön. So einfach werde ich dich wohl nicht wieder los. Ich heiße Cora, Neuroethologin. Neuro... was? Oh Mann, wie erkläre ich das am besten? Ich erforsche neurologische Strukturen, die zu bestimmtem Verhalten in Mutanten führen können. Und wie läuft es damit? Schlecht. Azog behindert meine Arbeit. Ich brauche Proben. Proben bekomme ich nicht ohne Expedition. Eine Expedition darf ich nicht leiten ohne Expeditionsgenehmigung. Und eine Expeditionsgenehmigung bekomme ich nicht ohne die Zustimmung von Azog. Und die will er mir nicht geben. Ich kann seine Worte immer noch hören. Der anzunehmende Ertrag rechtfertigt nicht das errechnete Risiko. Verdammter Bürokrat. Kann man dir dabei helfen? Vergiss es. Das Arschloch bekommst du nicht überredet. Entschuldige bitte. Ich koche einfach vor Wut, wenn ich darüber nachdenke. Bekommst du kein Elex? Doch, doch. Durch eines meiner Experimente wirkt Elex bei mir nicht mehr so wie früher. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Wenn ich mich nicht gerade mit irgendwelchen Expeditionsgenehmigungen oder Azog herumschlagen muss. Als Wissenschaftlerin kannst du mir doch sicher etwas beibringen. Natürlich. Sagt dir eine temporäre oder permanente Verbesserung deiner Körpereigenschaften zu? Immer doch. In dem Fall kann ich dir etwas über die Herstellung der notwendigen Substanzen beibringen. Du bestimmst den Zeitpunkt der Unterweisung. Ich will von dir lernen. Gut. Was soll ich dir beibringen? Okay, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Rüstung. Aha. Tränke. Ist nur, wie man die Tränke effektiver nutzt. Wegen Verbesserung. Guter Esser. Wirkung, die du aus Nahrung, okay. Wäre auch nicht schlecht, ne? Chemie. Machen wir. Nächste Stufe können wir aktuell sowieso nicht. Da bin ich noch vorsichtig. Aber wir können zumindest die Sache machen. Apropos. Wegen dieser Expedition. Du hast doch erzählt, du brauchst Proben. Von was für Proben reden wir hier? Ich möchte Proben von diesen fremden Kreaturen holen. Aber es ist sowieso egal. Ich komme an keine Proben. Ich bin durch mit dem Thema. Okay, dann haben wir noch ein paar Aufgaben. Das ist gut. Apropos gut, waren wir nicht vorhin hier schon drin? Hier ist ein separater Raum. Tag 1, Objekt 32, Mensch männlich, wurde erfolgreich vom Gebirgspass in das Forschungszentrum transportiert. Beruhigungsmittel injiziert, Wirkung setzt sofort ein und lässt es einschlafen. Tag 3, erste geringe Ration dunkles Elex wurde dem Subjekt zugeführt. Es wurde im Laufe des Tages keine Wesensveränderung festgestellt. Tag 5. Dreifache Dosis dunkles Elex wurde verabreicht. Nach 30 Minuten wurde ein erhöhter Puls und extreme Schwankung der Körpertemperatur festgestellt. Subjekt 32 fing an zu zittern und wurde umgehend fixiert. Tag 7. Hautfarbe hat sich in ein dunkles Grau verändert. Subjekt ist hochaggressiv. Okay. Wir
Wir brauchen aber immer noch einen Rüstungshändler. Aua. Hallo? Ach komm. Wie kann ich denn dabei gesehen worden sein? Da ist ja gar keiner da. Die anderen gehen weg. Die guckt gar nicht mal hin. Da war auch keiner drin. Auch nichts drin. Spender, Kreatur der fremden Geschlecht nicht definierbar. Beobachtung. Unerwartet. Nach Entnahme der Organe überlebte der Spender 5 Minuten länger als erwartet. Empfänger, Subjekt 487, Mensch, weibliche Organe des Fremden wurden umgehend implantiert. Es verschmolz direkt mit dem neuen Körper. Weitere Ergebnisse zur Transplantation lassen auf sich warten. Okay. Was machen die hier für Experimente? Ach so, den hatten wir ja schon. Mr. Klimbim hier. Hier ist echt kein Händler für irgendwelchen Ersatzteile. Will ich auch nicht. Ich will Waffen. Ganz viele Waffen. Was hier drinne? Hey Jax, warte mal. Was denn? Hast du mich gerade gerufen? Ich bin echt. Ja, ich habe über etwas nachgedacht und muss mal mit dir reden. Aber nicht hier. Worum geht es? Ich habe ein Problem. Du bist vielleicht der Einzige, der mir da raushelfen könnte. Wie kommst du darauf? Du hast dich schon mal gegen die Direktive aufgelehnt und bist davongekommen. Ich brauche Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Du willst gegen die Direktive handeln? Psst, nicht so laut. Komm mit, wir reden woanders weiter. Der wird es doch bestimmt verhauen oder verarschen. Dann erzähl mal, was hier niemand hören darf. Bevor ich mich selbst belaste, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Wie stehst du zu den neuen Regeln? Was genau meinst du? Findest du es gut, dass Leute eine gewisse Ration Elex bekommen, manche mehr und manche weniger, und diese Ration auch nehmen müssen? Ich finde es gut, dass niemand mehr gezwungen wird, so viel zu nehmen wie früher. Also, du bist der Meinung, dass es Leute gibt, die mit weniger Elex effektiver sein können, als andere, die mehr bekommen? Ja. Ich denke... Okay, ich verrate dir jetzt was. Das darfst du niemandem erzählen. Na, natürlich nicht. Hab ich dein Wort? Du hast mein Wort. Alles klar. Dann mal los. Ich nehme kein Elex mehr.
Das ist eine ernste Sache. Dafür könnten sie dich hinrichten. Wenn sie mich erwischen, wie ich nicht meine zugewiesene E6-Ration nehme, keine Ahnung, was sie dann mit mir machen. Und warum erzählst du mir das? Ich hatte gehofft, du verstehst vielleicht mein Problem und hilfst mir, es zu lösen. Und was genau erwartest du von mir? Ich habe meine ganzen Rationen immer nach draußen bringen können, als ich noch Außendienst hatte. Jetzt bin ich allerdings den Stadtwachen zugeteilt worden und habe mein Elex einfach nur in meiner Truhe verstaut. Und demnächst steht eine Inspektion an. Das Elex muss bis dahin verschwunden sein. Nicht auszumalen, was passiert, wenn sie es bei mir finden. Wegen deiner Elex-Ration. Wieso nimmst du keine mehr? Nachdem die neue Direktive in Kraft getreten ist, habe ich wesentlich weniger Elex bekommen als in den Zeiten des Hybriden. Ich hatte Angst. Ich meine, richtige, echte Angst. Es war, als würde ich meine Persönlichkeit verlieren. Alles, was mich ausmacht, wurde plötzlich in Frage gestellt. Aber dann, einige Wochen später, begann ich zum ersten Mal Vorteile zu bemerken. Ich traf richtige Entscheidungen aufgrund dieser Angst. Das war der Moment, wo ich es merkte. Diese richtigen Entscheidungen führten zu noch etwas anderem. Glücksgefühlen. Emotionen sind nichts anderes als ein Belohnungssystem. Triff richtige Entscheidungen und du fühlst dich gut. Ich bin geradezu abhängig davon geworden, richtige und effektive Entscheidungen zu treffen. Ich will kein Elex mehr nehmen. Das macht mich schwach und ineffektiv. Ich hoffe, du verstehst mein Geschwafel. Ich helfe dir, sie loszuwerden. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich dachte schon, ich finde gar keinen Ausweg mehr aus dieser Situation. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er ist für meine Truhe in den Baracken. Dort habe ich das Elex verstaut. Irgendwas, worauf ich achten muss? Lass dich nicht erwischen, wenn du an meine Truhe gehst. Ganz besonders nicht von mir. Ich gehöre den Stadtwachen an. Wenn ich einen Fremden an einer der Truhen sehe und nicht eingreife, kann ich mich auch gleich selbst hinrichten lassen. Eins noch, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber in ein paar Tagen müsste eine Inspektion anstehen. Wenn das Elex bis dahin nicht verschwunden ist, war's das für mich. Also bitte, beeil dich, okay? Jetzt gehe ich aber lieber mal wieder zurück auf meinen Posten. Sonst fällt es noch auf. Ich zähle auf dich. Okay, er zählt auf mich. Oh. Ach, da ist sie ja gleich, die Truhe. Die ist hier in dem Gebäude drin. Da, wo wir gerade schon versucht hatten zu klauen, ne? Huch. Das ist natürlich die hinterste Truhe. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Du-dum-di-dum-di-dum. Ja, ich würde mal sagen. So, wo muss ich die jetzt hinbringen? Oh, die ist schon erledigt. Okay. Darf ich das behalten? Das ganze Elex? Ich habe auch gespeichert. Und? Hast du die Elex-Rationen erfolgreich aus meiner Truhe stehlen können? Ja, sie werden bei dir nichts mehr finden. Dankeschön. Ich wüsste echt nicht, was ich gemacht hätte, wärst du nicht aufgetaucht. Das Zeug kannst du gerne behalten. Für die Zukunft werde ich mir etwas anderes einfallen lassen müssen. Hast du eine Idee, was ich mit den Rationen machen kann, die ich bekomme? Du solltest die Wahrheit sagen, dass du kein Elex brauchst. Und mich auf E10 stufen lassen?
Das klingt sehr riskant. Ich könnte natürlich... Askill. Er könnte die Lösung sein. Er ist einer der Wissenschaftler. Ich bin ganz gut mit ihm befreundet. Ich habe eine Idee. Ich muss direkt mal mit ihm reden. Nochmal, danke für deine Hilfe. Ich glaube, ich werde sie in Zukunft nicht mehr brauchen. Wir sehen uns. Das ist, hat doch wunderbar funktioniert. Hat doch wunderbar funktioniert. Ich bin bloß immer noch enttäuscht, dass hier keine Waffeln drin sind, ne? Ich verstehe es nicht. Warum gibt es hier keine Händler, Elex? Ist irgendwie... Was ist hier eigentlich? Da. Sind wir richtig? Ja. Was ist hier in dem Gebäude drin? Ich glaube, es ist der Masterturm oder so, ne? Ah, hier bin ich ja reingeglitscht. Ist der Elex-Speicher? Was haben wir hier? Hier drinnen waren wir auch schon. Und hier waren wir auch, ne? Ja. Oder? Nee. Schlechter Zeitpunkt. Ja. Haben wir das doch markiert, damit wir es später mal holen können? Ja, weiß ich nicht. Oh, das ist jetzt meiner. So. Pfeile. Oh, ja, stimmt. Das war ja das hier. Nö, hier gibt es echt... Wie kriegt man denn dann die Rüstung? Nur weil man mit denen dann hier kollaboriert oder was? Finde ich nicht so richtig knorke. Nee, hier ist auch nichts weiter. Nö. Okay. So, wie viel Jetpack haben wir denn? Dreimal. Okay. Dann lasst uns doch schnell zum feierlichen Abschluss des heutigen Tages noch in die Bastion. Ich weiß, hier kann man es auch machen, aber bevor ich hier suche, hier drüben weiß ich wenigstens, wo es ist. Nehmen uns dann noch die drei Jetpack-Treibstoff-Tanks. Guck mal, sind wir bei 38 schon. Fehlen bloß noch 12. Ich denke mal, es wird mehr geben, Treibstoff hier zu finden, als, ne, was, als wir brauchen oder benutzen können. Und theoretisch müsste das jetzt sehr lange reichen. Oh nein, bitte nicht.
Nein, nochmal so ein Vieh. Nein, 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 nein. Oh Gott, doch noch zwei. Drei. Alter, Titsch. Also die sind, glaube ich, meine Achillesferse. So, pass auf, ich probiere noch was. Also was gut funktioniert, aufhören, dann Schwebemodus. Huch. Das scheint praktisch zu sein. Also wir können fliegen. Oh. Dann aufhören. Ups, in den Baum fliegen. Abstürzen. Heiltrank nehmen. Noch einen Heiltrank nehmen. Ein normales Essen nehmen. So, und noch ein normales Essen. So, so macht man das. Oh Gott. Schubst du die Libelle hier runter. So. Funktioniert nicht. Nee, die nicht. Ja, ich glaube, er hätte sich... Ach, da sind die Mauchhazotten. Er hätte sich schon ultra oft die Knochen brechen müssen. Ui, warte mal. Was haben wir denn hier? Kartoffeln. Da unten ist auch noch was. Also die Brille lohnt sich echt, ja. Also wir werden ja hier an allen Sachen vorbeigelaufen. So, pass auf. Ich will nämlich einmal hier gucken. Aber bei meinem Glück ist es radioaktiv verseucht da. Nein, da kommt noch was zu. Nein. Oh Gott. Degenerierte Kultur, die diese Bauten hinterlassen hat. Mhm, okay. Ja, wird schon stimmen, wenn sie das sagt, ne? Aber scheinbar kommt man hier hin. Das gab's bei Elex 1 nicht, ne? Wie viele Menschen sich hier mal zusammengerottet haben müssen. Jetzt sind sie stumm und schweigen für die Ewigkeit. Hm. Bremsraketen, sehr gut. Okay, wir können ja Häuserbegutachtung machen. Da oben kommen?
Ich hoffe, unsere Gemeinschaft teilt nicht das Schicksal der alten Zivilisation. Besorgt? Nein, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, nicht existent zu sein. Wow. Komisch. Irgendein Gefühl macht sich breit. Aber was es ist, kann ich nicht genau sagen. Ist dir schwindelig? Nein, ich fühle mich frei. Guck mal, wir kommen in dein Leid jetzt, hä? Ui. Ich bin nicht gut genug. Sehr, sehr gut. Oh oh. So, ist hier irgendwie die Zwischendecke offen? Ja. Ihr rosa Nix-Trank. Sehr gut. Aber schade, dass es das Einzige ist hier in dem Gebäude. Oh mein Gott. Da waren die Bremsraketen gerade. Warte mal, ich mach mal F9. Wäre jetzt unnötig, ne? Okay, schräg fliegen ist sowieso unnötig. Ich kann im freien Fall nicht Quickload machen. Ist ja interessant. Aber wie kommen wir denn vielleicht... Ey, da... Hat man das gesehen? Ich hing fest. Ui. Oh. Also technisch. Nein. Ach, Mensch. Ich weiß nicht, nach welchen Gesetzen es hier funktioniert. Ja, es zahlt sich aus. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Und hier oben ist sogar was. Ach, hör auf. Und was haben wir für eine Knarre bekommen? Segensbringer, Donnerschlag. Warst hier? Nee, doch. Nee, ne? Nee. Welche haben wir denn jetzt gerade gekriegt hier? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Welche haben wir denn gekriegt? Die Seelenspringer, ne? Guck mal, da ist so ein... Da drüben ist auch so ein Ding. Ist aber zu weit weg, ne? Deswegen leuchtet der nicht. Schön. Da unten waren wir schon. Jetzt sind wir auf dem höchsten Punkt. Uah. Donnerschlag, ja? Okay, Donnerschlag. Dann war es die, aber dann ist die nicht so... Also zumindest gibt es nicht so viel Geld, sagen wir mal lieber so rum. Attribute sehen ja gut aus eigentlich, ne? Hier, da ist ein bisschen Geschicklichkeit, ein bisschen Stärke und schwupps hätte man die Fernkampfwaffe. Aber eben halt Schrot. Da
Also da sind die Bösen, da hinten sind die Bösen. Was ist da hinten auf dem Berg drauf? Wo gucken wir da hin? Es ist der hier, glaube ich, ne? Ist auch riesig. Naja, ich glaube, da gibt es noch einiges zu entdecken. Aber hier ist, glaube ich, ein sehr guter Ort. Oh Gott, ist das hoch. Um Schicht im Schacht zu machen, ne? Also einmal richtig hier gespeichert. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Also eigentlich ist ja schon wieder heute, sehe ich gerade. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Und zwar mit aller Voraussicht wird es morgen wieder Cyberia 4 werden. Und ja, schlaft gut, träumt was Schönes und bis dahin. Euer Firefox.